Ich verwende für das Muster von Langjans die Merino 120. Sie hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4,5 verarbeitet. Ich zeige euch heute das Muster Gitternetz. Hier muss die Maschenzahl durch 4 teilbar sein, plus 3 zusätzliche Maschen, damit das Muster rechts und links aufgeht, plus 2 Randmaschen. Ich habe hier 29 Maschen angeschlagen. Die 24 ist durch 4 teilbar, plus 3 zusätzliche Maschen sind 27, plus 2 Randmaschen sind 29. Bei diesem Muster wiederholt man die erste bis achte Reihe ständig. Die habe ich hier schon dreimal gearbeitet und beginne nun mit einer ersten Reihe vom Muster. Ich beginne mit einer Randmasche, dann eine Masche rechts, ein Umschlag. Die folgenden drei Maschen stricke ich links zusammen. Dann ein Umschlag und eine Masche rechts. Das wiederholt sich ständig. Ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts. Umschlag, drei Maschen links zusammen, Umschlag und eine Masche rechts. Umschlag, drei Maschen links zusammen. Umschlag, eine Masche rechts. Umschlag, drei Maschen links zusammen. Umschlag und eine Masche rechts. Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken. Umschlag und eine Masche rechts. Und ich ende mit einem Umschlag und die letzten zwei Maschen stricke ich links zusammen. Die Randmasche stricke ich rechts und in der folgenden Rückreihe stricke ich die Maschen, wie sie erscheinen. Die Randmasche links, die folgende Masche rechts, die Umschläge stets links, diese Masche erscheint links, hier sieht man das Knötchen, also auch links. Und den Umschlag wieder rechts. Ich stricke links. Ich stricke also stets eine Masche rechts, drei Maschen links. Hier diese Masche wieder rechts und drei Maschen links. Rechts, links. Rechts, drei links. Rechts, drei links. Rechts, drei links, rechts und ich ende mit zwei Maschen links und der Randmasche. Nun komme ich zur dritten Reihe. Ich beginne mit einer Randmasche und zwei Maschen links. Dann eine Masche rechts. Und nun wechsle ich stets mit drei Maschen links und einer Masche rechts ab. Also drei Maschen links und eine Masche rechts. Drei Maschen links und eine Masche rechts. Drei links, eins rechts, drei links. Eins rechts, drei links, eins rechts, drei links und ich ende mit einer rechten Masche und einer Randmasche. In der Rückreihe wieder die Maschen stricken, wie sie erscheinen.
die Randmasche links, die folgende Masche ebenfalls links und dann drei Maschen rechts, eins links, drei rechts, eins links. Ich habe ja eben in der Hinreihe drei Maschen links und eine rechts gestrickt und deshalb stricke ich nun drei rechts und eine links. Drei rechts und eine links. Drei rechts und eine links und ich ende mit zwei Maschen rechts und der Randmasche. In der fünften Musterreihe beginne ich mit einer Randmasche, stricke die ersten zwei Maschen links zusammen, arbeite dann einen Umschlag und dann wiederhole ich ständig eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag und ich ende mit einer Masche rechts und der Randmasche. In der Rückreihe mit einer Randmasche beginnen und zwei Maschen links. Und dann stets abwechselnd eine Masche rechts, drei Maschen links. Eine Masche rechts, drei Maschen links. Eins rechts, drei links. Eins rechts, drei links. Eins rechts, drei links. Eins rechts, drei links. Eins rechts und ich ende mit einer Randmasche. Nun komme ich zur siebten und letzten Musterreihe. Ich beginne mit einer Randmasche und einer Masche rechts. Dann wechsle ich stets ab, drei Maschen links und eine Masche rechts. Drei Maschen links und eine rechts, drei 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 links und eine rechts und ich ende mit zwei links und einer Randmasche. Nun folgt die letzte Rückreihe, dann wiederholt sich alles. Eine Randmasche, zwei Maschen rechts und nun ständig eine Masche links und drei Maschen rechts stricken. Eine links und drei rechts. Links und drei rechts. Eins links und drei rechts. Eins links und drei rechts. Eins links und drei rechts. Und enden mit einer linken und einer Randmasche. Nun habe ich die erste bis achte Musterreihe beendet und das Muster geht nun wieder mit der ersten Reihe, also mit dem Beginn des Videos weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Muster Gitternetz.